Kennt ihr das? Man ist in einer fremden Stadt, kennt sich nicht aus und fragt jemanden nach dem Weg. Und der sagt dann sowas wie, ja, erste links, zweite rechts, dann wieder links und dann immer geradeaus. Aber wie lange kann man eigentlich immer geradeaus gehen? Das versuche ich jetzt mal rauszubekommen. Und so wie es aussieht, geht's da nicht so lange geradeaus. Aber hier, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Dafür gucke ich mal hier auf meinen Kompass und der sagt mir, da ist Westen. Ja. Und da gehe ich jetzt mal immer geradeaus. Entschuldigung, dürfte ich einmal? Dankeschön. Ja, danke. Dankeschön. Ich bin ja echt mal gespannt, wie weit ich komme, so mitten in der Großstadt. Ist ja ganz schön was los hier. Hallo zusammen. Tag. Ja, und ich darf ja die Richtung nicht verlieren. Immer weiter nach Westen. Ja, hier macht die Straße einen Knick, aber ich habe alles im Blick, denn ich will ja schließlich geradeaus. So, jetzt hier die Treppe runter, dann einmal quer über die Kreuzung. Was ist das denn? Auf der anderen Straßenseite, da steht eine Mauer in meinem Weg. Da wird ja wohl jetzt nicht schon Schluss sein. Ganz schön hohe Mauer, die man nicht mal einfach so hochklettern kann. Ja, vielleicht hilft mir ja ein Mietfahrrad als Kletterhilfe. Natürlich schön vorsichtig, es soll ja schließlich nichts kaputt gehen. Ah. Ja! Geschafft! Bis jetzt hält mich nichts auf. Und es geht erstmal schön geradeaus weiter. Okay. Hier geht's jetzt runter zur U-Bahn, aber immerhin immer noch geradeaus. Oh, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Hier komme ich nicht rüber und da hinten, da ist eine Wand. Tja, hier ist jetzt auf jeden Fall Schluss. So richtig lange geradeaus gehen ist gar nicht so einfach. Zumindest hier in der Stadt. Versuchen wir es doch mal hier auf dem Land. Keine Leute, keine Autos, keine Häuser. Mal gucken, wie weit ich hier geradeaus gehen kann. Das sieht doch schon mal gut aus. Der Kompass in meiner Uhr zeigt, auch hier geht's wieder Richtung Westen. Und das erstmal schnurgeradeaus. Ja, jetzt macht der Weg hier so eine leichte Kurve. Meine Richtung ist aber eine andere. Westen ist weiterhin da. Über so Zäune geht man natürlich eigentlich nicht, aber ich zieh's jetzt einfach durch. Im Namen der Wissenschaft. Das sind Brennnesseln. Okay, hilft alles nichts. Ah, vielleicht eine hoch. Ah, ah, durch die Hose. Ah, ah. Ah, geschafft. Fast. Okay. Ah, ja. Da lang. Also ich muss schon sagen, wie ich vermutet habe, auf dem Land kann man wirklich ganz schön lange geradeaus gehen. Aber am Ende der Wiese, da ist ein Garten, ja, kann man aber einfach geradeaus durchgehen. Und dahinter, da geht's mitten in ein Dorf rein. So, und zwischendurch immer noch mal die Richtung checken. Oh, schwierig, aber machbar. Ja, denn in so einem niedrigen Bach kann man ja wohl auch geradeaus gehen. Ja, schon ein bisschen kalt, um ehrlich zu sein, aber es geht geradeaus. Fische gibt's ja wohl keine, oder? Ja, jetzt ist der Bachlauf irgendwie nicht mehr so richtig gerade. Jetzt hatte ich mich gerade an das kalte Wasser gewöhnt, aber ich möchte ja nun mal geradeaus gehen. Also, raus aus dem Bach, dann hier durch die Wäsche auf der Leine, Entschuldigung, und dann weiter geradeaus, durchs Dorf. Ja.
Aber was ist denn jetzt los? Sieht aus, als wäre hier Schluss. Ein Zaun und vor allem Privatgrundstück. Ja, also geht's auch irgendwann auf dem Dorf nicht mehr weiter. Schade. Tja, dann versuchen wir es eben da, wo weit und breit niemand wohnt. Wo wirklich richtig viel Platz ist. Na, mein Weg geht wieder geradeaus. Richtung Wald. Ach, Brennnesseln. Okay, dann eben ab ins Unterholz. Kein Problem. Oh. Oh, ja gut. Da lang geht's geradeaus. Oh, noch mehr Gestrüpp. Ja, jetzt geht's wirklich lange geradeaus. Ja, sehr lange. Ah! Ein Weg! Aber geradeaus ist da lang. Oh. Hier sieht ja echt alles gleich aus. Aber mein Kompass sagt, Westen geht da lang. Immer geradeaus. Mensch, in der freien Natur kommt man wirklich richtig weit. Kleine Pause muss sein. Ich bin raus. Aber was ist das denn? Tja, so wie es aussieht, ist hier jetzt endgültig Schluss. Denn auch wenn ich noch ein, zwei Meter weiterkommen würde, übers Wasser gehen kann ich nicht. Also immer, immer weiter geradeaus gehen, das geht nicht. Denn irgendwo stößt man immer an Grenzen. Entweder wie hier an so einen See oder vielleicht sogar an einen Ozean. Wer allerdings richtig viel und lange Zeit hat, der kann ja mal versuchen, erstmal wie ich diesen Globus aufzupusten. Der kann ja mal versuchen, die angeblich längste Geradeausstrecke der Welt zu gehen. Die geht nämlich von der Westküste Liberias, das ist in Afrika, einmal 13.000 Kilometer durch 16 Länder bis an die Ostküste Chinas. Aber das probiere ich vielleicht ein anderes Mal.